probiere es jetzt mal genauso gut zu machen wie unser Kapitän Miklitzer jeden Morgen. Und wir freuen uns hier alle drauf. Also, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Ich bin ja schon eine Weile bei AIDA und ich habe schon einige Reisen mit meiner Familie mitgemacht. Aber die Karibikreise auf AIDA Mar ist wirklich der Kracher. Und das Tollste ist, ich habe noch nie so viele, so tolle Ausflüge in so kurzer Zeit erleben dürfen. Wir haben hier mal ein Best-of für Sie bereit. Die Biker machen sich jetzt klar und Sie gucken sich tolle Bilder an. Bitte schön. Unsere Stella hatte 4-jährigen Geburtstag und das haben die Kollegen so richtig kreativ gefeiert. Gucken Sie mal. Eine besondere Überraschung haben wir vorbereitet. Ihr habt es ja schon leicht angedeutet. Ja. Vielleicht magst du mehr dazu sagen. Ihr habt eine ganz neue Schiffsgeneration entwickelt. Erstmal, das ist das erste Schiff weltweit, komplett aus feinstem Edelstahl gebaut. Wir sind das erste Schiff mit einem Leuchtturm an Bord. Also das muss ich mal vorstellen, ein Leuchtturm. Das ist auch was Besonderes und vor allen Dingen, wie ist das denn hier mit den Emissionen? Absolut null. Also kein LNG, kein Diesel, kein gar nichts. Wird handbetrieben, also reine Muskelkraft im Prinzip und ein bisschen Bier ist ja auch dabei. Der Kapitän fährt das Schiff auch selber, können Sie sehen, oben, ne? Steuerrad. Hier wird unser Schiff erstmal feierlich enthüllt. Super hier. Du himmlischer Bierbollerwagen. Wir taufen dich auf den Namen AIDA Stella II. Wir wünschen dir, unseren Gästen und unserem Bierzapfer allzeit gute Fahrt, immer gut geschmierte Räder und einen Handbreit Bier im Tank. Das Schiff kann sich selber taufen und hiermit ist AIDA Stella II getauft. Und damit starten wir jetzt gleich in die Jungfernfahrt mit dreimal Typhon. Bin ich schon dran? Ah, Silent Disco, ein ganz neuer Trend. Wir haben es auf AIDA prima mal ausprobiert und mein Kollege Stefan Zinkgraf erklärt Ihnen, wie es funktioniert. Bitte schön.
Name ist Stefan Zinkgraf, ich bin Senior Manager Entertainment Operations aus Hamburg. Bin heute auf AIDA Prima, um etwas auszuprobieren, und zwar die Silent Party. Silent Party, ja, eine stille Party, Silent Stille. Es wird ganz ruhig sein, es wird getanzt und man hört nichts. Ja? Die Gäste werden alle Kopfhörer aufhaben. Kopfhörer mit drei verschiedenen Kanälen, sodass der Gast auch wählen kann, welche Musik er hören will. Wir werden zwei DJs und einen fertigen Kanal am Start haben. Das eine wird mehr in die Richtung Schlager gehen, das andere mehr in die Richtung House. Und anhand von Farbdioden an den Kopfhörern erkennt man, welche Gästegruppe gerade dann welche Musik hört. Und dann gibt es eine kleine Battle zwischen den DJs und wir sind gespannt, was da passiert, wie die Gäste dann eben zwischen den Kanälen hin und her wechseln. Und man sieht, man ist mehr rot drauf, ist mehr grün, ist mehr blau am Start. Und bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird, Menschen tanzen zu sehen, die, und man hört keine Musik dazu. Diese Party in der Form ist wirklich ein Experiment, eine Premiere, machen wir das allererste Mal. Eins, zwei, drei, springen! Ich wünsche an allen Gästen heute Abend ganz, ganz, ganz viel Spaß und... Ich höre Blau-Weiß, geile Partymusik und Disco-Musik, das ist das Geilste. Unerwartet, richtig geil. Bringt richtig Spaß. Gut. Total toll. Wir sind gerade gekommen, aber ist super. Ja, erst haben sich die Niederländer beschwert, dass wir zu laut waren. Und dann haben sich beschwert, dass wir zu hell waren. Dann haben sich darüber beschwert hier in Rotterdam, dass wir zu nackt waren. Und ich befürchte, dass sich jetzt beschweren, dass wir einfach zu bekloppt sind. Aber ich finde es halt unheimlich toll, weil alles unvorhersehbar ist und jeder macht, was er will. Und das ist halt gut. Hier auf Tortola zahlt man keine Steuern, deswegen ist jedes dieser Geschäfte hier eine wirkliche Verlockung. Und für Sie habe ich sie hier, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in Shanghai und besuchen als erstes Naha und Ishigaki. Nachdem wir Keelung verlassen haben, erwartet uns Hongkong. Weiter geht es nach Kailan und Hainan. Wir machen noch Halt in Da Nang und Ho Chi Minh Stadt und erreichen das Ziel unserer Reise, Singapur. Mein schönstes Bild der Woche sehen Sie da hinter mir. Und jetzt habe ich für Sie die schönsten Bilder der Woche. Bitte schön. Here's a little song I wrote. You might want to sing it. No for no, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. Well, when you worry, you just make it double. Don't worry. Be happy. 'Cause you know what? You gotta do it. Hey!